Guten Morgen, liebe Nigo Army. Wir sind jetzt wieder hier am Start. Ich bin wieder am Vloggen. Ich hatte ein paar Tage Pause, weil ich echt viel zu erledigen hatte. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Ich habe ja zwischenzeitlich auch ein FAQ-Video gemacht. Ja, es geht jetzt weiter mit den Daily Vlogs. Und ja, in der letzten Zeit ist auch, wenn ich ehrlich bin, gar nichts passiert bei mir zu Hause. Ich kam von der Arbeit, war vielleicht noch beim Fußballtraining. Wenn ich nicht beim Fußballtraining war, dann bin ich so ziemlich direkt schlafen gegangen. Und deswegen, da war auch gar nichts, ja, da war gar nichts zum Vloggen. Deswegen jetzt wieder am Start und ich hoffe, ihr freut euch. Und ich guck mal, dass ich mir irgendwas einfallen lasse, damit es hier ein bisschen episch wird. Damit es auch mal ein bisschen Spannung hier reinbringt in den Vlog, würde ich sagen. Ne? Wenn ihr Ideen habt, was ich machen kann, damit es spannend wird, schreibt es in die Kommentare. Und ganz wichtig, jeden Vlog anfangen, ja, werde ich jetzt einen Kommentar reinnehmen, wo in dem Kommentar steht, warum dieser Kommentar im Video sein soll, was ansonsten mit mir oder mit der Community oder mit Leuten passiert, die noch keine Abonnenten sind oder sonstiges. Seid kreativ, wie zum Beispiel jeder, der dieses Video nicht liked, dem rutschen die Ärmel beim Händewaschen unter oder irgendwie sowas. Seid kreativ, aber nicht standardmäßig, seid kreativ. Und jedes Video nehme ich am Anfang einen rein, der was Kreatives geschrieben hat. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen, ich habe Feierabend, ich ziehe mich jetzt um. Und dann geht's ab in die Pool. Abkühlung ist jetzt vorbei. Wir müssen jetzt ein bisschen aufräumen nach oben, weil morgen kommt ein Freund vorbei. Und dann ist heute Abend auch schon wieder Fußballtraining. Schöne Aussicht von hier oben, oder? So, mir ist absolut heiß. Ich bin schon am Schwitzen, wie ihr seht. nein, ich habe mir gerade kaltes Wasser über das Gesicht getan, weil ich extrem Kopfschmerzen habe. Ich nehme jetzt auch noch eine Tablette schnell vom Fußball. Ja, wir fahren jetzt zum Fußball und dann gehen wir trainieren und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Wahrscheinlich der Abend nur noch Fernsehen und wahrscheinlich direkt schlafen, weil ich bin... Eigentlich kennt ihr das, wenn ihr so Bock auf etwas habt, zum Beispiel auf Training, aber irgendwie hättet ihr auch Bock, einfach zu Hause zu bleiben, rumzuliegen und zu schlafen. Ja, dieses Feeling ist geil. Ich hab's gerade. So Leute, ich bin jetzt fertig mit Fußballtraining. Ich wollte mich gerade in mein Auto setzen und dann sehe ich das hier. Diese Kühe. Tun die mir was? Ich weiß es nicht. Und die flirten einfach mit diesen Kühen. Die stehen hier so auf der Ecke und die flirten. Boah, Alter, ich hab voll Schiss vor den Viechern, ne? Richtig Schiss. Naja, ab nach Hause und dann duschen und ab ins Bett. Ich habe mir mit Hanna jetzt noch lecker Kartoffelpüree gemacht. Oh, ich falle. Huch, er steht. Jetzt wird Fernsehen geguckt und geschneckt. Lecker. Für alle, die es nicht wissen, ich liebe Kartoffelpüree.